Immer wieder, liebe Schwestern und Brüder, verfolgen wir in diesen Tagen die Spur von Prophetie und Erfüllung. So hören wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Texten aus dem Alten Testament. Heute die Verkündigung des Simson aus dem Richterbuch. Und es ist ein wenig zu schlicht, obwohl man das in hochgescheiten Kommentaren lesen kann, als hätten die Evangelisten sich aufgemacht und nach Vorbildern in ihrer hebräischen Bibel gesucht. Sie haben herumgekramt, wie man zum Beispiel jetzt die Johannesgeschichte erzählen kann oder schließlich die Jesusgeschichte. Ich habe das gestern schon erwähnt, dann kommt man nur noch heraus bei einem jüdischen Gottsucher namens Jesus von Nazareth. Aber nicht mehr. Dann sind die Evangelisten intellektuelle Schreiberlinge möglicherweise, aber auch nicht mehr. Und von solchen Erkenntnissen wie von solchen dürren Kommentaren kann man nicht leben und nicht sterben. Das ist nicht der Sinn. Es ist nicht der Sinn, dass die Evangelisten irgendetwas im Alten Testament, eine historische Folie oder eine Erzählweise abgeschaut haben und diese Folie mit neuen Inhalten füllen oder sie ein wenig zuspitzen, damit deutlicher wird, jetzt im Neuen Testament, im Evangelium, wird das noch klarer. Wir lesen diese Begebenheit aus dem Richterbuch mit Simson, weil sie etwas zu erklären versucht. Der, dessen Geburt wir in wenigen Tagen feiern, Jesus von Nazareth, wie er genannt wird. Dieses Nazareth ist nicht nur eine Ortsangabe. Seine Jünger werden im semitischen Raum als Nazoräer oder Nazarener bezeichnet. Das hat auch nichts mit Nazareth zu tun, sondern sagt etwas darüber aus, wer Jesus ist, wer er ist. Und eine Spur führt eben in dieses Richterbuch. Wir hören, dass er von Geburt an ein gottgeweihter Naziräer sein wird. Auch von Paulus wissen wir, dass er dieses Gelübde abgelegt hat. Nun kann man sagen, naja, für Jesus trifft das aber nicht zu. Für Johannes den Täufer möglicherweise, denn hier ist ausgerechnet von den berauschenden Getränken die Rede. Von Jesus wissen wir, dass er die getrunken hat. Also wie ist das mit dem Naziräer? Ja, es ist eine Weiterführung dieser Wurzel, dieser Prophetie. Denn Naziräer bedeutet, ganz für Gott zu sein. Und das Johannesevangelium wird uns weiterführen und sagen, ganz aus Gott zu sein. Ganz Gott zu sein. Und so sehen wir in diesen unterschiedlichen Prophetien, dass es kleine Quellen sind, die wie Rinnsale durch das Verstehen Jesu fließen. Und sie fließen in ihm, in seiner Person, wie in einem großen, gewaltigen Strom zusammen. Wenn sie nicht dorthin finden, diese kleinen Quellen und Rinnsale, dann versickern sie. Dann sind sie im Grunde genommen bedeutungslos, vielleicht noch eine kleine historische Notiz. Und so ist auch Johannes auf seine Weise als der von Geburt an mit Geist Begabte, schon im Mutterleib mit Heiligem Geist Erfüllte, mit seiner asketischen Lebensweise nur ein Vorausbild. Und er sagt es selber von sich. Deshalb ist er so stark im Zeugnis. Nicht ich, sondern er, der da kommt. Nicht ich, er ist alles. Er ist die Erfüllung von allem. Er ist der Messias. Er ist das wahre Leben. Wie sehr würde das Leben der Kirche gesunden, wenn sie sich permanent diese johannäische Botschaft zu eigen machte.